Du hörst die neue Library Time Textures von Sonoscore und für Recording.de habe ich mir das Ganze mal etwas genauer angeschaut. Sonoscore hat sich gedacht, es gibt ja schon viele Libraries, die schon Texturen haben. Da sind aber meistens diese Texturen in den Samples drin. Man kann also nicht viel ändern. Man kann einfach nur verschiedene Samples antriggern, mal schnell, mal langsam hoch, mal tief. Aber es gibt wenige Libraries, wo man wirklich noch Einfluss hat. Und das möchten wir in unserer Library haben. Wir sehen auf der linken und rechten Seite zwei verschiedene Layer oder ein Layer, was aus zwei verschiedenen Elementen besteht. Die heißen hier Emitter. Und jetzt sehen wir, links haben wir den Piano Grand Emitter und rechts Basses Akku. Die hören wir jetzt beide noch gleichzeitig. Und jetzt deaktiviere ich einfach mal auf der rechten Seite Basses Akku und höre nur noch Piano Grand. Und jetzt hören wir das Gegenteil, nur auf der rechten Seite Basses Akku. Und jetzt fallen schon mal zwei Dinge auf, nämlich das eine ist, dass der Bass, obwohl ich Akkorde spiele, dass wir hier keinen Akkord hören, sondern immer nur einen Ton, da kommen wir gleich noch drauf. Und das andere, dass die Tonumfänge natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Also wir haben hier Bässe und klar, die Bässe, die haben nicht so einen großen Tonumfang wie ein Klavier. Das können wir auch wunderbar sehen. Die Bässe jetzt auf der rechten Seite haben den blauen Umfang oder die blauen Tasten und wenn ich jetzt das Piano Grand mir angucken lasse, wesentlich mehr. Das sind alles die orangenen und wenn ich jetzt beide gleichzeitig anhabe, dann werden mir die schwarzen Tasten auch noch angezeigt und die zeigen mir an, wo ich Überlappungen habe. Das finde ich eigentlich ziemlich cool und übersichtlich. Wenn ich jetzt die Bässe, die gerade noch in der mittleren Lage sind, nicht in der mittleren Lage haben möchte, dann kann ich bei Bässe oben einfach diesen Oktavregler nehmen und kann die nach unten schieben. Das ist jetzt nicht so, dass die automatisch transponiert werden und tiefer abgespielt werden, sondern der spielbare Bereich ist ein anderer. Das heißt, wenn ich jetzt die Bässe nochmal so spiele wie eben, dann habe ich jetzt auf dem C3 diesen Ton. Und wenn ich jetzt die Bässe um eine Oktave nach unten schiebe und spiele jetzt nicht C3, sondern C2, höre ich denselben Ton, nur dass der anders auf der Tastatur verlegt ist. Macht hier sogar auch Sinn, weil ich sage, ich möchte die tiefen Töne vom Kontrabass auch mit dem tiefen Ton vom Klavier wirklich hören. Also das ist schon mal gut, dass man sich diese Sachen hier wirklich verschieben kann. Was haben wir überhaupt an Instrumenten? Also wir haben, man sieht ja schon, den Kontakt. Das Ganze gibt es für die Vollversion und den Player. Dann gibt es 25 Multisamples mit über 200 Presets. Die sind hier unter anderem verfügbar bei den Snapshots. Wir haben die Single und die Couples. Also Single heißt, dass nur ein Emitter am Start ist. Couple, dass wir zwei Emitter am Start haben und dann gibt es jeweils die Kategorien Cinematic und Natural. Das Ganze gibt es aber noch mit wesentlich mehr Kategorien. Wenn ich nämlich hier draufklicke in der Mitte auf den Namen, dann haben wir hier ganz links den Typen und Feel, das was wir gerade hatten, Single, Couple, Cinematic. Jetzt geht es aber noch weiter mit den Instrumenten, dann den Character. Und ja, dann die Textur, rechts dann noch die Info. Und jetzt sehen wir auch schon die Instrumente hier. Wir gucken aber mal nicht hier in die Instrumente rein, sondern
auf der rechten Seite beim Emitter. Was haben wir da eigentlich noch an Instrumenten? Ich klicke hier auf Basses Arco und schon haben wir die Auswahl. Wir haben zuerst einmal Strings, da haben wir Violins, Arco, Sulpont, Harmonix, Sultasto, Violins, Arco, Sulpont, Harmonix, dann Celli, Arco, Sulpont, Harmonix und Bässe, Arco, Sulpont, Harmonix. Jetzt geht es weiter von den Strings zu Brass. Da gibt es Hörner, Swarm, Muted, Trumpets, auch Swarm, Muted und Trombones, bei denen auch dasselbe. Dann haben wir Holzbläser, Flöten, dann haben wir R, Oboe, Tongt, also Flatterzunge. Und dann haben wir noch die Klarinette mit Tenuto. Und Piano, Feld und Grand. Und habe die Textures. Das sind die 25 Multisamples und die sind gesampelt worden mit bis zu 6 Round Robins und bis zu 5 verschiedenen Layern, Velocity Layern. Vor allen Dingen bei den Textures, bei den Particles, da macht es Sinn, weil die sich ja immer wieder wiederholen. Und dann ist es schon schön, dass wir da jetzt nicht nur ein Velocity Layer und ein Round Robin haben, sondern schon ein bisschen mehr. Hören wir doch einfach mal erstmal in ein weiteres Preset rein. Und ich wähle jetzt mal aus die Biosphäre. Und einfach mal meinen Lieblingstrick anwenden, nämlich das Ganze um eine Oktave nach unten pitchen. Und weil es geht, einfach mal zwei machen. Jetzt habe ich nicht den Tastaturbereich gepitcht, sondern wirklich ganz simples Pitch-Shifting. Und das klappt hier wunderbar mit vielen Sounds, weil die dann immer noch natürlich klingen, aber haben dann immer noch diesen modernen Touch. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an. Wir sind jetzt im Mainfeld und es gibt hier auch noch ein LFO, es gibt Effekte und das Schöne ist, wenn ich bei dem linken und rechten Emitter beides gleichzeitig sehen möchte und wechseln möchte. Jetzt mache ich einfach einen Doppelklick auf den LFO oder Doppelklick auf Main, nochmal auf den LFO. So, jetzt hat es geklappt. Jetzt wechseln beide Emitter, also der linke und rechte, wirklich auf dieselbe Ansicht. Ich muss das also nicht immer manuell machen, sondern einfach hier den Doppelklick und nochmal den Doppelklick. Und jetzt bin ich im Main-Menü und auch hier geht das. Einfach einen Doppelklick drauf machen und schon wechseln beide Emitter. Das ist wirklich sehr übersichtlich, vor allen Dingen auch sehr, sehr schnell. So, wir sind jetzt im Main-Menü und was wir schon hier sehen in der Mitte, das sehen wir eigentlich die ganze Zeit, da haben wir diesen Makro-Knob. Der ist mörderwichtig. Ohne den Makro-Knob, da klingt ein Sound relativ langweilig. Nehmen wir doch mal noch einen weiteren Sound und wählen wieder aus Cinematic Fluorescence. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Also fluoreszierend. Und so klingt der Sound jetzt. Wenn ich das Mod-Wheel jetzt nicht drehe, dann klingt das Ganze so.
Also genau wie bei vielen Orchester-Libraries sowieso ist es immer ganz wichtig, dass man das Modfeel hat und benutzt und vielleicht noch den einen oder anderen Controller. Jetzt nutze ich mal wieder das Modfeel. Ja, und was passiert hier? Das kann man alles wunderbar einstellen, kontrollieren und ändern. Wir fangen mal auf der ersten Seite an, wo wir Dynamic Movement, Octaves und Speed haben. Und dafür hören wir uns einfach mal den linken Emitter an oder das linke Layer. Und jetzt haben wir hier diese Parameter Dynamic Movement, Octaves und Speed. Und überall ist jetzt schon das Modfeel oder der Makro-Knob in der Mitte zugewiesen. Ich schalte das mal überall aus, indem ich hier auf diesen kleinen Knopf drauf drücke oder auf das X. So, und jetzt habe ich einen sehr leblosen Sound oder lebloser als eben gerade. Warum hören wir noch was, wenn ich jetzt das Modfeel drehe? Ganz einfach, weil wir hier einen Filter haben. Und da ist jetzt auf dem Bandpass-Filter auch noch das Modfeel drauf. Machen wir auch mal weg. Was ich übrigens eine sehr coole Idee finde. Die Idee hatte ich auch schon. Und lustig, dass das jetzt auch schon in einem Preset mit dabei ist. Also, jetzt passiert erstmal gar nichts. Und jetzt habe ich hier diesen Schieberegler bei Dynamic und ja, den drehe ich jetzt einfach mal. Also ganz simpel das, was man auch bei anderen Orchester-Libraries hat. Hier wird die Dynamik durchgefahren und das wollen wir jetzt einfach mal dem Makro-Knob zuweisen. Der Makro-Knob ist auch erstmal fix zugewiesen, dem Modfeel, kann man aber auch ändern. Und jetzt habe ich hier einmal auf diese drei Striche draufgeklickt. Und wenn ich die jetzt sehe, dann kann ich mit dem Mausrad oder mit der Maus einfach nach oben, nach unten gehen, indem ich auf diese Pfeile hier draufklicke und sagen, wie stark möchte ich das Signal denn verändern, wenn ich das Modfeel bewege. Und ich wähle jetzt einfach nur mal 30%. Das heißt, es ist nicht so viel. Und statt 30% mache ich jetzt mal die vollen 100. Und jetzt haben wir noch etwas, nämlich hier diese zwei Punkte am Anfang und Ende meines Regelweges, also auch am Kreis. Und die regeln, ab wann überhaupt das Modfeel quasi genutzt wird, ab wann die Daten überhaupt interpretiert werden. Das heißt, ich gehe jetzt mal hin und nehme den zweiten Punkt, also den Endpunkt an das Ende. Und den anderen Punkt lasse ich nicht vorne auf der 0, sondern vorne jetzt bei 105. Und wir gucken, wie es jetzt klingt. Das heißt, ganz, ganz lange sind wir immer noch auf der Dynamik 0 und erst am Schluss geht es dann voll hoch auf die 127. Oder wir können das Ganze jetzt auch mal umgekehrt machen, dass wir vorne anfangen und sagen, wir gehen nur bis 30. Das heißt, dass ich jetzt den Regelbereich so einschränke, wenn ich das Modfeel von 0 bis 30 hochschiebe, dann habe ich schon die volle Dynamik erreicht. Ist eine ziemlich coole Idee zu sagen, hier, ich mache das in diesem Menü,
Denn dann könnte ich sagen, dass vielleicht ein Filter schon viel früher auf ist oder eine Funktion schon voll offen ist und die nächste Funktion, die kommt dann mal erst viel, viel später dazu und kann auch wieder für viel mehr Spannung sorgen. Dann haben wir das Movement. Das sind jetzt die einzelnen Particles. So, und Movement ist aber auch noch so eingestellt, dass wir sagen, wir wollen das von 0 bis 127 haben. Movement steuert Dichte, Frequenz und Lautstärke der Artikel und dafür wählen wir uns doch mal was anderes aus. Wir gehen auf die Keys, Piano, Feld und schauen mal, wie das Ganze jetzt klingt. Also hier ist der Unterschied noch viel deutlicher hörbar. Dann haben wir als nächstes die Oktaven. Und bei den Oktaven, da können wir das Ganze nochmal um bis zu 2 Oktaven nach oben schieben. Und die fahre ich jetzt auch langsam mit dem Mod-Wheel dazu. Echt schön, denn so kriegen wir noch so einen schönen, schimmerigen Effekt. Und dann haben wir noch Speed. Finde ich besonders, weil wir Speed nämlich in 2 Arten einstellen können. Wir können das Ganze in Achtel-, Viertelnoten einstellen, also Sync zu dem Song. Oder wir machen das einfach in Zeiteinheiten, dann in Millisekunden. Und das mache ich jetzt ausnahmsweise mal mit dem Schieberegler, um da mal zu hören, wie der Unterschied ist. Also wir fangen bei 200 Millisekunden an und schieben es dann auf 50 Millisekunden, also werden immer schneller. Also es wird ein bisschen ruhiger, wenn wir langsamer sind, aber wenn ich jetzt auf Fullspeed gehe, dann wird das Ganze auch nicht großartig hektisch. Und hier jetzt auch mal komplett das Mod-Wheel zuweisen, dem Makro-Knob. Gucken wir mal, dass es überall von vorne bis Ende geht, dass wir ungefähr denselben Regelbereich haben und mal gucken, wie es jetzt klingt. Ja, wunderschön. Das ist wirklich nur ein einziger Emitter. Also einen zweiten könnten wir ja eigentlich noch dazu nehmen. Wir gucken uns aber noch weiter an, was wir zur Verfügung haben. Auf dem nächsten Tab, dem Häuschen, ja, da sehen wir jetzt die einzelnen Partikel. Einstellen können wir da aber nichts. Deswegen gehe ich direkt zum nächsten weiter. Und hier haben wir die Attack Volume. Gucken wir mal, die ist auch schon zugewiesen. Und war noch nicht zugewiesen. Mache ich auch jetzt mal nicht, denn hier können wir Attack Volume einstellen. Wenn die ganz unten ist, dann höre ich eigentlich nicht das Originalsignal, sondern nur die Textur, also nur die Particles. Jetzt ziehe ich mal Attack Volume schön weit nach oben.
Also ich habe quasi den Originalsound noch mit dabei. Wenn ich den aber nicht haben möchte und möchte nur die Textur mit den Particles haben, dann einfach Attack Volume nach unten drehen. Das nächste, was wir haben, das ist Seed. Das sind insgesamt 10 verschiedene Einstellungen, die verschiedene Parameter im Hintergrund noch kontrollieren. Das heißt, dass die Particles dann noch ein bisschen anders klingen und anders erzeugt werden. Insgesamt gibt es 10 Seeds, da kann ich hin und her schalten. Ich bleibe nur beim ersten Seed und dann wechsle ich mal auf den zweiten. Und ich schalte einfach mal die Effekte alle aus, damit wir vielleicht nochmal genauer hören, was da eigentlich passiert. Also ja, Unterschiede sind da, für mich jetzt relativ marginal, was für mich aber völlig okay ist. Was ich ein bisschen schade finde, dass es zwar 10 Seeds gibt, aber es gibt hier unten nur die Möglichkeit zu sagen, ich gehe auf den Next Seed oder auf den vorherigen, aber ich kann nicht sehen, auf welchem ich gerade bin. Und deswegen kann man ohne Lesen des Handbuchs auch nicht wissen, dass es 10 Seeds gibt. Also es lohnt sich immer wieder, das Handbuch zu lesen. Und jetzt haben wir hier rechts den Knopf Note Select. Und damit geguckt, welche Noten werden überhaupt gespielt. Wenn ich jetzt ganz unten bin und das Ding auf Off steht, dann werden einfach alle Noten gespielt, wenn ich einen Akkord spiele. Oder ich kann wirklich eine Note auswählen. Ich kann die tiefste Note nehmen, Lowest 2, also die nächsthöhere, Middle, Top 3, Top 2, Top. Und das ist ja vorhin mit dem Bass gemacht worden. Das bleiben wir hier einfach mal bei allen, fügen mal noch den Rechner mit hinzu, mit den Cello Harmonics. Und beim Cello, da möchten wir jetzt mal sagen, dass wir nur die unteren nehmen, also Lowest. Und das Cello, das schieben wir auch weiter nach unten. Jetzt ist mir das Cello noch ein bisschen zu laut, mache ich mal ein bisschen leiser. Also das geht bei den Emittern auch komplett unabhängig. Und das ist ganz schön, weil man dann einen ganzen Akkord spielt und eine Emitter spielt wirklich den ganzen Akkord und der andere spielt dann eben nur den tiefsten Ton oder den höchsten Ton oder whatever. Kann natürlich auch super interessant sein, dass man mehrere Instanzen öffnet und auf dem linken Emitter spielen wir nur den tiefsten Ton, auf dem rechten einen Ton höher, dann sind wir in der nächsten Instanz auch auf Kanal 1, die spielt dann Mittel, der nächste Sound hoch und so weiter. Und dann kann man vielleicht verschiedene Sounds nehmen, die alle verschiedene Töne eines Akkordes spielen. Kann ein bisschen aufwendig sein, sowas zu programmieren. Da muss man sich halt ein Multi bauen. Kann aber mega interessant klingen. So, jetzt gucken wir uns weiter an, was wir haben. Und zwar haben wir das Panning. Wir gucken uns weiter nochmal das Klavier an. Jetzt erstmal ganz einfach klar, links oder rechts und Spread ziehe ich auch erstmal nach unten. Also hier gibt es keine weitere Überraschung und wir lassen das Panning mal in der Mitte. Jetzt kommt nämlich Spread dazu
Und dann werden wunderbar diese einzelnen Partikel wunderschön im Panorama verteilt. Und wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, ist das jetzt kein Stereo-Spreader, wie man das meistens irgendwie kennt oder dass irgendwie ein Curvis irgendwie drauf liegt, sondern es werden einfach die einzelnen Partikel im Panoramafeld verteilt. Und dann klingt das natürlich dementsprechend breit und schön. Und ich freue mich echt drauf, wenn ich das Ganze mal in einer Planetariumshow benutzen kann oder hier bei mir im Studio mit Dolby Atmos arbeite und einige Sounds vorne sind und einige hinten oder oben, kann auch mega geil klingen. Ich bin gespannt drauf. Ja, dann haben wir noch Gain. Ganz einfach nochmal die Lautstärke der einzelnen Particles. Und das ist jetzt ja wirklich der reine Sound ohne Effekte, die ich gerade extra ausgemacht habe. Und allein das klingt ja schon wunderbar. Jetzt könnte ich mir natürlich noch eigene Effekte draufballern. Aber wir haben auch hier noch die Effekte, die wir mit drin haben. Da haben wir einmal Send-Effekte. Und jetzt haben wir auch noch ein Effekt-Track. Wir gehen jetzt mal auf die Send-Effekte. Und wir haben ein paar Impulsantworten, Konzertal 1, 2, Medium Hall, Small Hall, Recording Stage, Cathedral und Reversed. Ich muss ja gestehen, ich stehe auf Reversed. Und dann haben wir hier den Mixregler. So. Also wir müssen mal gucken, was das ist. Ist das wirklich ein Send oder ist das ein Mix? Einfach mal ausprobieren. Probieren doch jetzt mal etwas Größeres aus. Nehmen wir mal Cathedral. Und auch diesen Knopf können wir jetzt fernsteuern mit dem Knob. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, einfach einen Rechtsklick drauf machen, Learn MIDI CC, und könnte das Ganze mit einem anderen Controller dann nochmal steuern. Dann haben wir noch das Effects Rack. Und hier haben wir insgesamt 4 Slots hier unten. Wir haben dann die Möglichkeit, dass wir Filter draufpacken, Dynamics, Distortion, Delay, Modulation Effects und auch hier nochmal ein Reverb. Und jetzt haben wir hier ein Delay drauf, ein Filter, packen da doch mal ein bisschen Distortion drauf und auf das letzte ganz kleines bisschen Modulation. Nehmen wir mal den Flanger, lassen wir den mal drauf, Mix auf 50%. Was ist mit dem Delay? Ja, Delay können wir übrigens auch im Tempo einstellen. Wunderbar. Und auch hier haben wir nochmal die Möglichkeit, was nehmen wir denn überhaupt? Tape Delay, Diffuse Delay, Analog Delay, Digital Delay. Also nochmal eine Wahl innerhalb einer Wahl. Wir nehmen mal ein Tape Delay, Filter, ein Bandpass, Distortion. Ja, guck mal, wie stark wir die Distortion jetzt reinfahren. Sorry für die Knacksgeräusche, ich habe umgeschaltet. Da wäre cool ein Mixregler gewesen. Gerade bei Saturation, da ist ein Mixregler immer ganz geil. Ist jetzt hier gerade nicht am Start. Da kann ich nur gucken, wie stark fahre ich das Signal an mit dem Gain-Regler und habe nachher einen Output wieder.
Jetzt kann ich die Reihenfolge auch verschieben. Dafür nehme ich einfach mal den Distortion-Effekt, fasse den an und schiebe den ganz nach vorne. Und dann haben wir nämlich den Distortion-Effekt vor dem Delay. Und wer sich jetzt denkt, okay, jetzt habe ich hier die vier Effekte, aber statt dem Mod hier hinten möchte ich was anderes haben. Wie kann ich dann hier auswählen, dass da was anderes ist? Einfach hier auf die Lupe draufklicken, bam, und schon kann ich auswählen, dass ich hier entweder gar keinen Effekt habe oder wir packen hier noch einen Reverb drauf und lassen dann den Hall hier oben weg oder packen den zusätzlich drauf. Also da gibt es auch nochmal ohne Ende Möglichkeiten. Und alles, was ich jetzt hier habe, das kann ich ja auch wieder mit irgendwelchen Controllern belegen oder eben mit dem Mod-Wheel, dass ich jetzt sage, ja, ich möchte, dass das Filter wirklich zu ist und dann langsam aufgeht. Hören wir uns einfach mal noch ein paar Presets an. Jo, da geht einiges und dann gucken wir zum Schluss nochmal den LFO an und auch hier haben wir die Möglichkeit, alles wieder zu beeinflussen. Wir haben einerseits im LFO oben im Fenster einen Equalizer und unten noch den LFO. Der LFO, der kann jetzt zwei Sachen hier beeinflussen, nämlich Emitter Gain und den Equalizer. Und mit dem LFO wurde hier bei diesem Sound nämlich auch dieser Pump-Effekt kreiert. Wenn ich den LFO jetzt mal einfach ausschalte, klingt der Sound so, auch schön. Und jetzt kommt der LFO noch dazu. Und
Und mal gucken, was passiert, wenn ich das Mod viel bewege. Ich glaube, da haben wir bis jetzt nur Light Filter sowas verändert. Aber jetzt können wir auch mal noch zusätzlich die Frequenz mal ein bisschen verändern. Ja, das sollte man natürlich auch bei beiden machen. Macht schon Sinn. Wobei, kann auch geil sein, wenn es wieder nur bei einem gemacht ist, ne? Und jetzt stelle ich es einfach mal unterschiedlich ein, dass die Geschwindigkeit unterschiedlich geregelt wird. Und bei dem einen fängt es ein bisschen früher an und der hört aber auch früher auf. Und bei dem anderen, da machen wir das genaue Gegenteil. So. Das ist die Sound Library Time Textures von Sonoscore. Den umfangreichen Testbericht dazu findest du auf recording.de. Wenn du noch nicht auf recording.de bist, guck es dir unbedingt an. Das ist nämlich die größte deutschsprachige Community zum Bereich Musikproduktion. Und schreib mir doch einfach mal, wie dir die Library und die Sounds gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!